Und mit der Veranstaltungswirtschaft in der Corona-Krise beschäftigt sich heute auch der Deutsche Bundestag. Mein Kollege Gerd-Joachim von Fallower ist für uns in Berlin dabei. Gerd, es gibt mehrere Anträge von Seiten der Opposition zu diesem Thema. Es geht um schnelle Hilfen. Wie einig ist man sich denn da? Ja, man ist sich einig, dass man den 1,3 Millionen Beschäftigten im Veranstaltungssektor dringend helfen muss. Das war man sich auch schon im Frühjahr beim ersten Lockdown. Aber diese Branche hat es besonders stark getroffen, denn von den 1,3 Millionen sind ungefähr 34% sogenannte Solo-Selbstständige. Und man hat jetzt festgestellt, dass viele Mechanismen, wie man an Geld kommt, für diese Solo-Selbstständigen gar nicht greifen. Insofern muss man da nachlegen. Der Bundesfinanzminister hat ja für diesen Monat November eine großzügige Regelung angekündigt, 75%. Auch da gibt es die ein oder andere Schwierigkeit und da will ich jetzt drüber reden mit meinen heutigen Gästen. Ich begrüße ganz herzlich Katrin Budde. Sie ist die Vorsitzende des Bundestagsausschusses für Kultur und Medien. Und Erhard Grundel ist der Sprecher für Kulturpolitik der Bündnisgrünen und war selber mal Berufsmusiker und Musikmanager. Richtig. Frau Budde, ich habe es gerade gesagt, eigentlich sind alle der Meinung, man muss dieser Branche besonders helfen. Zunächst mal die Frage, warum wird diese Branche in den Lockdown geschickt? Denn wenn ich mir ansehe, dass man heute ab nächster Woche weiter zum Beispiel in Autohäusern rumlaufen darf, aber nicht mehr in Galerien, da stimmt doch irgendwas nicht. Und die Aufgabe der Politik und der Politiker ist doch, die Menschen mitzunehmen bei solchen harten Entscheidungen. Ja, da haben Sie völlig recht. Also für uns als Kulturpolitikerin ist das auch unverständlich. Es gibt ja jetzt inzwischen auch Analysen über die Hygienekonzepte, gerade bei Kulturveranstaltungen, die sagen, dass da die Hotspots nicht sind. Also wir auf jeden Fall werden in der Koalition noch mal drüber reden. Ich nehme an, die Opposition wird uns sofort zustimmen, weil wir in der Kulturpolitik als diejenigen, die versuchen, das hinzukriegen für die Kreativen, eigentlich einer Meinung da drin sind. Also ich finde, da muss noch mal ein Abstrich gemacht werden. Oder die Länder müssen drauf gucken, müssen sagen, okay, wir gucken noch mal konzentriert auf die Hygienekonzepte drauf. Aber die sind in der Regel gut. Ich habe mir das selber angeguckt. Und wir lassen Kunst und Kultur wieder zu. Thiel Brönner, den wir eben noch in dem Film gesehen haben, der hat gesagt, hat ja Verständnis für die Maßnahmen. Dennoch ist es so, dass hier eine ganze Branche ins Abseits gestellt wird. Eine Branche, die überhaupt nicht homogen ist. Denn da gibt es Leute, die haben Hygienekonzepte vorgelebt. Da gibt es andere wie Veranstaltungsbranchen oder ihr ehemaliger Bereich Rockbands, die einfach jetzt heute nicht auftreten können. Das sieht ja auch jeder ein. Also man muss doch da sehr differenzieren. Ja, ich glaube, diese nötige Differenzierung ist auch der Grund, warum so lange nichts passiert ist. Ich meine, wir sind 8 Monate in der Pandemie und ich glaube, dass das Grundproblem darin liegt, dass die Ministerien, also der Minister Altmaier und auch Minister Scholz, nicht wissen, wie dieser Wirtschaftszweig funktioniert. Und die Ideen, wie zum Beispiel der fiktive Unternehmerlohn, liegen ja seit Monaten auf dem Tisch, werden in Ländern zum Teil auch schon praktiziert. Müssen wir erklären, fiktiver Unternehmerlohn? Fiktiver Unternehmerlohn bezieht sich auf Einnahmen, die man in der Vergangenheit getätigt hat und kann man kurz gefasst als Kurzarbeitergeld für selbstständige Unternehmer bezeichnen. Wobei es mit dem Kurzarbeitergeld, haben wir eben in dem Film gesehen, ja Riesenschwierigkeiten gab. Der Fotograf, den wir da gesehen haben, der ist veranlagt mit seiner Gattin, die ja auf Kurzarbeit im Moment auch ist. Aber dennoch haben sie gemeinsam ein Einkommen. Deswegen bekommt er eben Hartz IV in der Form nicht, Kurzarbeitergeld sowieso nicht, weil er nämlich einer der Solo-Selbstständigen ist. Ja, das ist das Problem, was in dieser Pandemie wirklich zutage gekommen ist. Dass wir haben ja wirklich ein super Sozialsystem in der Bundesrepublik. Und wenn man ringsum guckt, auch nur in Europa, da würden sich viele die Finger nach ablecken. Aber genau für diese Situation und in dieser Kombi, weil wir immer die gemeinsame Veranlagung haben, funktioniert es eben nicht. Und da war so etwas, wie wir als Kulturpolitikerinnen diskutiert haben, ein fiktiver Unternehmerlohn, 1.000, 1.200 Euro sind da im Gespräch, pauschal im Monat für diese Kreativen dazu. Das würde diese Familien schon entlasten. Sagen Sie, aber Ihre Fraktion zum Beispiel, genau wie die CDU/CSU, wehrt sich dagegen. Das Argument aus der SPD ist immer wieder zu hören, warum sollen Geringverdiener Selbstständige finanzieren? Ja, aber wir hatten ja diese krude Situation noch nie. Wir hatten ja immer klar sortierte Systeme. Die einen zahlen ein, die anderen zahlen nicht ein. Die einen werden aus dem System, in die alle einzahlen, dann auch finanziert. Und wir haben ja mit dem Versuch, so etwas wie eine Kultur-Corona-Grundsicherung aus dem Budget der Arbeitslosenversicherung zu machen oder der Sozialversicherung zu machen, den Versuch gestartet. Der ist gescheitert, weil die Situation der Kreativen und auch der Kreativwirtschaft so differenziert ist, so unterschiedlich
ist, dass das einfach mit diesem System nicht zu fassen ist. Und am Ende würde es ja nicht teurer, wenn wir den Menschen das, was wir wollten, Wohnkosten, Nebenkosten plus etwas zum Essen und Trinken bezahlen würden, wäre das deutlich mehr als 1200 Euro. Aber wenn die Familien der Kreativen besser mit der pauschalierten Summe klarkommen, dann müssen wir halt umstellen. Also Frau Budde als Kulturfrau sagt, es braucht dringend diesen Unternehmerlohn. Sie fordern den in Ihrem 10-Punkte-Programm ja auch. Sie fordern jetzt 1200 Euro. Es gibt übrigens 3 Bundesländer, da wird das auch schon quasi so ausgezahlt. Aber jetzt hören wir gerade, das reicht ja gar nicht, die 1200 Euro. Naja, man muss wirklich genau drauf schauen. Sie sprechen es an. Also ich kann es noch mal sagen, 8 Monate ist auf Bundesebene nichts passiert. Die Leute nicht, also alle Solo-Selbstständige, ich rede nicht nur von denen im Kulturbereich, die sind besonders hart gebeutelt, aber wer die Solo-Selbstständigen kennt, die reißen sich den Hintern auf seit 8 Monaten. Die haben kein Netz, die denken auch nicht so in sozialen Netzen, sondern die sind für sich selbst verantwortlich und das erfüllen sie auch. Jetzt sind sie durch die Folgen der Pandemie in ihren Tätigkeiten eingeschränkt oder können es nicht nachgehen. Und da hat die Politik schon die Verantwortung, diesen Leuten zu helfen. Und der fiktive Unternehmerlohn klingt jetzt so großartig. Also Baden-Württemberg macht es seit März. Es kann nicht so schwer sein. Ich sage es nochmal, was ich am Anfang gesagt habe. Die Regierung, Scholz, Altmaier verstehen anscheinend diese Branche nicht, weil alle Vorschläge, es gab ja Ankündigungen ohne Ende, jetzt kommt wieder eine Ankündigung. Die Leute glauben halt nicht mehr dran. Und vor allem, es muss sehr schnell passieren. Deshalb heute unser Antrag, würde ich alle einladen, dem zuzustimmen. Frau Budde ist für den Unternehmerlohn. Herr Altmaier hat das auch vorgeschlagen, aber die Fraktionen ziehen nicht mit. Jetzt wollen wir mal ganz kurz gucken, der Monat, der vor uns liegt. Da hat ja Olaf Scholz jetzt angekündigt, dort kann man das Einkommen vom November vergangenen Jahres veranlagen, die Umsatz. Und dann kriegt man 75% davon. Da sagen viele, da hatte ich gar keinen Umsatz. Das Problem ist mittlerweile in den letzten 2 Tagen auch gelöst worden. Das ist gelöst, weil man kann den durchschnittlichen Lohn nehmen. Aber nur die Solo-Selbstständigen. Den durchschnittlichen Lohn. Ja, natürlich tasten wir uns da alle rein. Also man muss einfach sagen, das war für keinen von uns ist das eine Situation, die so bekannt war. Bisher haben ja mehr oder weniger gut die Sozialsysteme funktioniert, wenn es mal eine Krise in einer Branche gab. Dass das jetzt hier alle betrifft, ist natürlich wirklich auch völlig irre. Ja, und deshalb gibt es auch diese Unterschiede. Wir haben auch am Anfang viele Selbstständige gesagt, nee, wir gucken erst mal, wie wir selber drüber kommen. Wir wollen das ja gar nicht, wir sind aus gutem Grund selbstständig. Aber das hörte natürlich zu Recht sehr schnell auf, weil das ist einfach zu lange. Ja, und das sind nicht die Fraktionen. Ja, wir haben in der SPD-Fraktion auch ein Positionspapier, wo das mit drin steht. Sondern es ist ja wirklich auch viel auf die Exekutive runtergegangen. Wir müssen also auch zusehen, dass wir als Parlamentarier wieder den Griff an den Topf kriegen und selber viel mehr mitgestalten. Am Anfang war das in Ordnung. Und was Sie mit Baden-Württemberg sagen, das sind halt die Länder. Kulturpolitik ist Landespolitik. Das heißt, die Länder hätten natürlich, wie Baden-Württemberg, das auch ganz schnell machen können. Bloß wir kommen mit hätte nicht weiter. Das heißt, wir müssen gut zusammenarbeiten. Das wird sein. Baden-Württemberg grün regiert, Thüringen macht es auch, von einem Berlin Linken regiert. Berlin hat es auch gemacht, SPD Berlin hat es gemacht, SPD regiert und natürlich NRW, CDU regiert. Also es gibt einige Länder, die das machen. Dennoch, diese 1200 Euro sind vielleicht gar nicht die Lösung. Ich habe gerade noch mal gesagt, wir fangen noch mal vorne an mit dem nächsten Monat. Solo-Selbstständige können also eine Umlage finanziert quasi über das ganze Jahr ausrechnen lassen und dann kriegen sie Geld. Das ist ja schon mal besser als nichts. Warum hat das eigentlich im Frühjahr nicht funktioniert? Da hat die Kulturstaatsministerin ja gesagt, wir stellen viel Geld zur Verfügung. Es waren wohl auch 25 Milliarden. Davon sind nur 1,5 Milliarden beantragt worden und nur 1 Milliarde abgerufen worden. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Ich kann mich an viele Fälle erinnern, wo Geld bereitgestellt wird und es nicht abgerufen wurde. Aber gerade bei notleidenden Menschen, warum ist es so kompliziert oder sind die Fälle so schwierig? Woran liegt das? Ich kann mich nur wiederholen. Es wird nicht begriffen, worum es geht. Ich meine, die Frau Kulturstaatsministerin, da war sie nicht alleine, die haben monatelang die Grundsicherung wie eine Monstranz vor sich hergetragen. Es hat so lange gedauert, bis man gemerkt hat, dass das nicht greift. Und ich kann nur noch an das anschließen, was Frau Budde gesagt hat. Jetzt mit den Mitteln vom 2019, wie soll das funktionieren? Die Solo-Selbstständigen haben noch keine Steuererklärungen abgegeben für 2019, die meisten, oder haben noch nicht da, also auch nicht alle. Und dann kommt man schon wieder in die Bredouille. Also ich glaube, dass da wirklich auch zu wenig mit den Leuten gesprochen wird. Das kritisiere ich. Das hat die Regierung verpasst, auch die Fraktionen, die sie tragen. Wir haben unseren 10-Punkte-Plan natürlich nicht uns selbst aus den Fingern gesaugt, sondern mit den Stakeholdern, mit den Betroffenen wirklich viele Gespräche geführt. Die sind sehr unterschiedlich. Das geht von ganz großen Veranstaltern, die die Zehntausenderhallen bespielen, bis zum kleinsten Club in Niederbayern. Und da muss man einfach den Weg finden. Und ich glaube, es gibt Möglichkeiten, aber die Regierung muss sich einfach mal den Ruck geben, wirklich was machen zu wollen.
Die Situation ist so unterschiedlich. Also bei großen Eventmanagern, bei großen Lichtfirmen, da sind viele Menschen angestellt, die können dann Kurzarbeitergeld kriegen. Diese 34% Solo-Selbstständigen können das eben nicht. Ja. Und selbst bei einer Grundsicherung, wenn man ihnen also das Wohnen bezahlt etc., dann müssen sie auch noch irgendwas essen und andere Ausgaben haben. Das ist eben auch nicht berücksichtigt gewesen. Deswegen greift dieses Mittel nicht. Also was muss passieren? Ich glaube, wir brauchen eine Kombi. Wir brauchen tatsächlich diesen fiktiven Unternehmerlohn, den die Kulturpolitikerinnen immer gefordert haben. Aber wir haben uns nicht durchgesetzt bisher. Das müssen wir ja sagen. Ja, ist fiktiv, ob das in einer anderen Regierung gemacht worden wäre. Ich bezweifle das ja. Aber wenn man es dann praktisch umsetzen muss, ist das immer eine andere Sache. Aber wir brauchen diesen fiktiven Unternehmerlohn. Und vor allen Dingen brauchen wir den Weiterbetrieb des Kulturbetriebes, auch im reduzierten Maß. Ja, das zweite Wichtigste ist, nicht bloß Geld zu haben, um leben zu können, sondern ich glaube, Kreative, die wollen auch einfach spielen, die wollen Kultur machen, die wollen auf der Bühne sein. Und wir als Gesellschaft brauchen das auch. Das heißt, ich glaube, das sind die beiden existenziellen für die kleinen Solo-Selbstständigen Punkte, die wir lösen müssen. Schnell. Da gab es gerade gestern eine Studie, die vorgestellt wurde, dass die großen Konzerte zum Beispiel nur mit einem Viertel in der Halle belegt, sich eigentlich auch nicht rechnen. Das sagen zum Beispiel auch viele Schausteller, logischerweise so ein Riesenrad aufzubauen etc. Dennoch will ich mal ganz kurz bei den Schaustellern bleiben. Ist das nicht eine gute Lösung, was die Stadt München zum Beispiel gemacht hat, dass man sagt, warum soll nicht irgendeine Schießbude oder vielleicht auch ein Süßigkeitenstand irgendwo mal in der Stadt aufgestellt werden, damit man vermeidet, dass sich die Menschen da knubbeln, aber damit dieser Schausteller wenigstens Einnahmen generieren kann. Haben Sie vollkommen recht. Und die Stadt München ist meiner Ansicht nach da auch vorbildlich. Und das geht nämlich dann runter. Jetzt wurden die Länder oft angesprochen, bis auf die kleinste Kommune. Da entscheiden dann auch die Oberbürgermeister. Und die müssen auch in der Lage sein, mal aufzunehmen, wo das Problem für die Leute liegt. Und dann müssen sie erkennen, es gibt Möglichkeiten, es gibt Hygienekonzepte. Man muss genau in die Details gehen und anschauen. Man kann nicht alles über einen Kamm scheren. Das wird der Sache nicht gerecht. Ja, und das Problem geht ja noch viel weiter, denn wenn man die Mehrzahl, sage ich mal, dann doch irgendwie durch diesen Monat noch schleppt und in Zukunft vielleicht doch noch am Leben sein wird, was viele bezweifeln, dann fehlt es zum Beispiel an den Spielstätten, nämlich diese kleinen Cafés, die Restaurants, die kleinen Kulturstätten, die einfach auch nicht mehr durchhalten. Das ist ja das nächste Problem, übrigens ein Teil Ihres 10-Punkte-Plans. Ja, ich glaube, dass das Thema Kino da ein gutes Vorbild sein kann. Klar, wir brauchen die Infrastruktur. Das sind ja auch die Veranstalter, die Kinos, die dritten Orte, die Cafés, so wie Sie sagen, die kleinen Spielstätten. Deshalb, ich glaube, der Kulturrat hat das am Anfang gleich gefordert gehabt. Und in Teilen ist es ja auch umgesetzt, dass die Infrastruktur gesichert werden muss. Und wie gesagt, bei den Kinos geht's. Und das müssen wir einfach als Blaupause auch für die anderen nehmen. Also ich hoffe, dass das bei den Kinos geht. Jedenfalls haben die eine ganz gute Regelung und die muss auch fortgeführt werden. Und sie sollten auch wieder öffnen können, weil also da sitzt man eh, außer bei ja, vielleicht Erstaufführungen. Aber sind die Kinos ja ansonsten immer so, dass man die Hygienekonzepte einhalten kann. Schutz von Kulturorten ist einer Ihrer Forderungen. Wie kann das konkret aussehen? Das hängt mit dem Baurecht zusammen, also ganz stark. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man erkennt, dass diese Veranstaltungsorte einfach nicht gleichgestellt mit Bordellen oder Spielhallen sein dürfen, so wie es jetzt ist, sondern dass es kulturelle Orte sind. Und dann entsteht auch eine besondere Schutzfunktion für diese Orte. Und wir haben ja bei dem Neustadt Kulturprogramm einen Teil, der wirklich gut ist, der eben darauf ausgelegt ist, dass die Investitionen bezahlt werden, finanziert werden, unterstützt werden, gefördert werden, wenn es darum geht, neue Lüftungskonzepte, neue Zuwegungen, neue Abstände, neue Hygienemaßnahmen, also einfach zu investieren und umzusetzen. Und das brauchen wir im Grunde für alle Kulturstätten. Das werden wir dauerhaft brauchen. Das ist ja nichts, was wir jetzt bloß mal für 4 Monate brauchen, weil wer sagt uns, dass wir nicht dauerhaft damit rechnen müssen, dass wir bessere Konzepte brauchen? Bei der Demonstration Alarmstufe Rot, die am Mittwoch hier das zweite Mal stattgefunden hat mit den Kulturschaffenden, da haben viele Prominente gesprochen, unter anderem Didi Hallervorden, der hat angemahnt, wenn man die Lufthansa zum Beispiel mit 9 Milliarden erhält, dann muss unsere Branche erst recht kriegen, weil sie nämlich wichtig ist für die Menschen. Das ist ja auch ein Punkt. In der Tat jetzt in diesem dunklen Herbst keine Kulturveranstaltung mehr, das macht ja auch viel mit Menschen. Sie fordern, dass das weitergehen kann in Zukunft. An Punkt 1 Ihres 10-Punkte-Programms würde ich nochmal drauf kommen, das Überbrückungsprogramm mit 2%. Wie viel Geld würde dabei rauskommen? Haben Sie das mal ausgerechnet? Ehrlich gesagt, wir haben ein Problem bei dem 10-Punkte-Plan, dass es wenig belastbares Zahlenmaterial gibt. Also wir haben es ausgerechnet. Ich komme jetzt aber mit der Zahl. Ich sage es Ihnen nicht, weil man kann es nachrechnen, dass es vielleicht dann auch nicht stimmt. Also es gibt viele Eventualitäten, aber ich glaube, es geht ums Grundsätzliche.
Und ich will mich hier auch nicht hinstellen und falsche Behauptungen machen oder allen alles versprechen. Aber ich halte auch gar nichts davon, was Sie angesprochen haben, mit Lufthansa in der Bevölkerung die einen gegen die anderen auszuspielen, halte ich für ganz verkehrt. Also ich glaube, diese Branche ist bisher nicht gesehen worden. Alle Maßnahmen, die getroffen wurden, haben sie nicht erreicht. Bei den 2% geht es einfach darum, dass es auch große Player gibt, die deutlich mehr Bedarf haben als kleinere, und dem muss Rechnung getragen werden, weil die auch mehr Arbeitsplätze zum Beispiel unterhalten. Oder wir haben kleine Unternehmen, die nicht so viele Mitarbeiter haben, aber einen hohen Finanzbedarf. Ja. Also wir haben auch mit den Veranstaltern natürlich geredet, weil also die Systematik der Veranstalter, die ist nochmal eine ganz besondere. Da gibt es große, kleine mit ganz viel Geld, die sie brauchen für die Überbrückung, was aber auch notwendig ist. Und deshalb, ich glaube, man muss einfach diese differenzierten Konzepte haben und man muss mehr Flexibilität zulassen. Am Geld kann es ja nicht liegen, denn das ist ja da und noch nicht mal ausgegeben. Also das kann es ja nicht sein. Sie haben gerade gesagt, die Branche ist nicht gesehen worden. Da würde ich mal widersprechen. Ich glaube, dass die Bundesregierung sich schon diese Branche vorgenommen hat. Der Bundeswirtschaftsminister unter anderem ist ja auch für das Unternehmergeld eingetreten. Denn es ist immerhin die sechstgrößte Branche in Deutschland. Das wissen viele Menschen nicht, mit 130 Milliarden Umsatz. Ganz schnell, uns läuft die Zeit weg. Was muss jetzt konkret passieren? Es muss passieren, dass alle Fraktionen unserem Antrag, den wir heute diskutieren, dann in zweiter Lesung zustimmen, weil es geht darum, Tempo zu machen. Es ist höchste Zeit, das Zeitfenster geht zu und Alarmstufe Rot trifft's. Es ist eigentlich schon on fire. Unternehmerlohn würde doch was helfen, sagt zumindest die Opposition. Sie meinen auch, dass das wichtig ist. Glauben Sie, Sie können sich da in der eigenen Fraktion durchsetzen? Da hilft der Glaube nicht, da hilft nur dafür streiten. Vielen Dank, dass Sie da waren, Frau Budde, Herr Grundel.